Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, unlängst saß ich abends tatsächlich mal auf dem Sofa und habe mir als Tatort-Fan eine Wiederholung angeguckt, und zwar Schweinegeld. Da geht es um Mord, und zwar in einem Schlachthof. Der Krimi war nicht nur spannend, er zeigt vor allem eine unsägliche Realität in Deutschland. Und damit ist nun endlich Schluss, zumindest bei den Dumpinglöhnen. Endlich wurde wenigstens ein Mindestlohn in der Branche vereinbart, und der wird jetzt zügig in das Arbeitnehmerentsendegesetz übernommen. Das haben wir Grüne schon lange gefordert, und deshalb unterstützen wir natürlich den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Auf den ersten Blick scheint es auch, als ob diese Übergangsregelung beim Mindestlohn zumindest in dieser Branche die Tarifautonomie stärkt. Schlussendlich wird man das aber erst in der Zukunft sehen. Wenn die Arbeitgeber der Branche diesen Mindestlohntarifvertrag nur auf den Weg gebracht haben, damit sie trotz gesetzlichem Mindestlohn noch eine Weile niedriger entlohnen können, dann wäre diese Ausnahme fatal. Die Arbeitgeber müssen natürlich die Zeit jetzt nutzen und in weitergehende Tarifverhandlungen einsteigen. Und natürlich muss es darum gehen, dass es auch höhere Löhne gibt. Und passiert hier nichts, dann war die Übergangsregelung lediglich ein Geschenk an die Branche, und das wäre nicht akzeptabel. Und neben den niedrigen Löhnen geht es natürlich auch um die Arbeitsbedingungen, und die sind miserabel. In NRW beispielsweise wurden bei 2/3 der kontrollierten Betriebe massive Arbeitsschutzmängel festgestellt. Die Arbeitszeiten in der Branche sind katastrophal. 13 Stunden am Stück am Fließband sind häufig Normalität. Die Gesundheitsvorsorge ist völlig unzureichend. Arbeitsunfälle sind an der Tagesordnung, und die fürchterlichen Zustände in den Unterkünften der Beschäftigten sind ebenfalls bekannt. Von daher muss die Arbeitsministerin auch auf die Arbeitgeber Druck machen, und vor allem muss es effektive Kontrollen geben, denn alle Beschäftigten, auch in der Fleischbranche, haben das Recht auf gute Arbeitsbedingungen. Ja, und was für die Menschen nicht gut ist, schadet auch den Tieren. Wenn Bandgeschwindigkeiten aus wirtschaftlichen Gründen immer schneller werden, dann bleiben nur noch wenige Sekunden, um ein Tier zu betäuben und in Würde zu töten. Jährlich werden so in Deutschland 770 Millionen Tiere geschlachtet. Und wegen dieser enormen Geschwindigkeit eine nicht unbeträchtliche Anzahl ohne jegliche Betäubung. Auch diese Probleme muss die Bundesregierung endlich in den Blick nehmen, denn echter Tierschutz sieht anders aus. Aber jetzt zurück wieder zu den Menschen und zum Tatort Schweinegeld. In dem Film wird der Kommissar durch den Betrieb geführt, er fragt nach den Beschäftigten, und dann antwortet die Sekretärin ganz selbstverständlich und kurz: Das sind nicht unsere Arbeiter. Und genau so ist es ja im echten Leben. Es wurde schon angesprochen, viele Beschäftigten kommen aus Rumänien oder Bulgarien. Sie arbeiten unter menschenunwürdigen Bedingungen. Sie schlachten und zerlegen tagtäglich Tiere im Akkord. Wenn Sie überhaupt einen Arbeitgeber haben, dann arbeiten Sie teilweise für dubiose Firmen. Ihre Arbeit wird getarnt, und zwar als Werkvertrag. Und auch das ist unsägliche Realität in Deutschland. Und hier muss die Bundesregierung endlich tätig werden. Im Koalitionsvertrag steht zwar, dass die Bundesregierung gesetzeswidrige Werkverträge verhindern will. Aber bisher sind das wirklich nur spröde Worte und vor allem auch nur Pläne für das nächste Jahr. Wenn immer mehr Firmen durch zweifelhafte Werkvertragskonstruktion auf demselben Betriebsgelände arbeiten, dann zersplittern die Gewerkschaften, und zwar zulasten der Beschäftigten, der Betriebsräte und auch der Gewerkschaften. Die Ministerin will ja die Tarifautonomie stärken, und wenn sie das wirklich ernst meint, dann muss es auch endlich Schluss sein mit diesem Missbrauch von Werkverträgen. Mein Fazit ist also, ja, der Mindestlohn in der Fleischbranche ist richtig und auch wichtig, aber es reicht nicht aus. Notwendig sind bessere Arbeitsbedingungen und auch klare Grenzen bei Werkverträgen.
Notwendig sind vor allem effektive Kontrollen, gerade in dieser Branche. Herr Schieberling, Sie haben es eben ausgeführt. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die letztlich ja alle Mindestlöhne kontrollieren muss, hat aber schon heute zu wenig Personal. Und mehr Personal ist auch nicht geplant. Hier muss die Arbeitsministerin beim Finanzminister endlich klare Kante zeigen, denn ein Mindestlohn nur auf dem Papier wäre nicht akzeptabel. Vielen Dank. Vielen Dank. Spricht jetzt Bernd Rützel, SPD-Fraktion.